Hi Leute, hier ist eure Skatrissa zu einem neuen Part von Let's Play Golden Sun. Ihr seht es jetzt schon, ich habe die Fackel in Position gebracht. Warum habe ich das nicht im Part gemacht? Ganz einfach, das hat so viel mit Timing zu tun, dass ich es nicht mehr, mich auch nicht mehr daran erinnere, einfach nur noch den Save hatte und den jetzt einfach geladen habe. Deswegen habe ich jetzt schon einmal einen Part ausfallen lassen und das fand ich scheiße. Und ich dachte mir, bevor ich jetzt nochmal 3-4 Stunden daran verzweifle, einfach weil es am Timing liegt, nicht daran, dass ich es nicht kann. Das Rätsel ist an sich ganz einfach. Man muss zuallererst, jetzt steht ja unsere Fackel, stand ja vorher die hier, die muss man runter bewegen. Da muss man die hierher bewegen, also muss man unsere Fackel hierher bewegen, warten bis der runtergetropft ist, hier rum, darüber, gleichzeitig hier den Tropfen aufhalten mit der gelöschten Fackel, dann einmal hier rum. Dann die Fackel hier runter bewegen. Ich habe sie jetzt ein bisschen weiter nach runter bewegt, als sie muss. Und dann wieder aufs Timing achten, wieder hier rüber und wieder dahin. Und jetzt haben wir es geschafft. Und ich hoffe, wir finden einfach mal bei den Djinn. Ne? Das wäre ganz toll, wenn der mal auftauchen würde. Aber ich verzweifle dran. Aber ich glaube, dass das nicht mehr klappt. Und was? Wir sind wieder zurück? Naja, ich stelle keine Fragen mehr. Ich versuche nur noch, hier runterzukommen und irgendwie den Djinn zu finden. Ich hoffe, dass er dort ist, irgendwo. Könnte sein. Das sieht so nach Richtung Djinn aus. Und wir haben zwei Gargoyles. Ja, Gargoyle, je nachdem, wie man es aussprechen mag. Gegen die wir jetzt antreten werden. Einer ist schon mal erstickt. Dankeschön, Mia. Und dann hoffen wir einfach, dass es klappt. Jawohl. Klasse. Gut, wir gehen dann mal weiter und hoffen dann endlich mal diesen Djinn. Ich glaube, ein Venus-Djinn war es. Ja, hier haben wir ihn. Hallo, komm her. Es war eine Odyssee, dich zu kriegen. Weißt du es eigentlich? Okay, wir haben den Djinn Knospe bekommen. Ich hole dann jetzt mal meine Liste. Welchen können wir denn als nächstes holen? Erst einmal sollte ich Knospe abhaken. Damit ich mir anzeigen kann, dass ich den schon habe und nicht wieder her muss. Im Übrigen, was die Belohnung angeht, ja, wir mussten erst Hammett zurückbringen, ne? Ganz blöd. Logikfehler von meiner Seite. Natürlich, man kann nicht mit dem Gefangenen, mit dem wir fliehen, wieder in die Festung gehen. Das ist klar. Naja, passiert. Ist halt meine Logik, ist halt meine Doofheit, ne, Leute? Das seid ihr, glaube ich, gewohnt. Kann ich hier Rückzug einsetzen? Glaube nicht, ne. Kann ich hier Rückzug einsetzen, weil dann hoffe ich, dass ich schneller bin. Und hier schneller rauskomme, damit wir dann gleich zum nächsten Platz auftauchen können. Und es scheint so, als wenn wir das... What the fuck? Ach so, die Treppe hochgehen, natürlich. Mm. Ja, meine Logik. Mein Skill sondergleichen. Wie kommen wir jetzt hier raus? Wuff, wuff, ja, geh weg. Wuff, 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 geh weg da. Ach nee, Moment, wir mussten ja drum rumgehen, oder? Ja. Und hier springen. Dann konnte man hier weggehen. Ja, ich bin heute wieder mal richtig doof. Ich glaube, man merkt's. Ich denke, man merkt es wirklich. Ach so, wer hat denn jetzt eigentlich Knospe von euch gekriegt? Isaac, lernst du irgendwas? Nein, du lernst nichts. Du kriegst nur eine Stat-Erhöhung. Für deine Galanenklasse. Dann verbinde ich mal wieder alle miteinander. Und ey, ich glaube, wir haben das erste Mal seit langem wieder ein Gleichgewicht. Yay, wir haben seit langem mal wieder ein Gleichgewicht der Djinns. Das bedeutet, jeder hat gleich viele. Im Übrigen hat mir noch einer verraten, jetzt nicht der gute Link-Fan, sondern jemand anders. Den habe ich in Skype, der hat mit mir über Golden Sun diskutiert, weil er jetzt gerade vor kurzem Teil 1 durchgespielt hat. Und ich habe ihm gesagt, wehe, du spoilerst mir was. Hat er auch nicht gemacht, zum Glück. Und der hat zu mir gemeint, dass wenn man die Djinns tauscht, man ja auch die Klassen verändern kann. Und dass ich doch mal überlegen solle, das vielleicht zu machen.
Ob ich das mache, keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. So, als nächstes. Was machen wir als nächstes? Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen und erkunden gleich die nächste Höhle. Oder wir gehen erstmal zurück nach Lunpa. Also ich glaube, nach der ganzen Scheiße gehen wir nochmal zurück nach Lunpa. Einfach damit ich mal so ein kleines, minimales Erfolgserlebnis habe. Deswegen gehen wir jetzt erstmal nach Lunpa. Und du Pestpilz, du sollst heute verschont sein. So, wo ist... Nein, da ist Bilibin. Da ist Lunpa. Ich gehe natürlich in die falsche Richtung. Aha. Das ist mal wieder der Skill von Scarlet Orisa. Nicht vorhanden. Viel zu wenig. Na gut, kommen wir jetzt nach Lunpa rein? Ich glaube... Obwohl... blöde Frage. Wir sollen aus Lunpa raus. Ich glaube, wir gehen lieber über die Höhle von Westlunpa. Und ich gehe wieder den falschen Weg entlang. Das haben wir doch das letzte Mal schon mal gemacht. So, als allererstes... Achso, nein. Ah, bin ich blöd. Ich bin so blöd. Ich vergesse das immer wieder. Immer wieder vergesse ich das. Naja. Rein, raus. So geht das. So, und jetzt. Wasser gefrieren lassen, daraus eine Eissäule basteln, dadurch nach draußen kommen, das gute Geräusch hören. Das heißt, yay, ihr habt es geschafft, ein Rätsel zu lösen. Ihr seid überschlau. Einmal durch Lunpa laufen, uns in die Festung schleichen, ohne Hammett. Dadurch schaffen wir es auch mit der Tarnkappe. Und jetzt rein in die gute Stube. Sollte immer noch genauso sein wie vorher. Das heißt, nach Donpas Zimmer haben wir es nicht weit. Hoffe ich doch, oder? Ja, wir sollten es nicht weit haben. Macht sich nur wie weit? Ich glaube, hier sind wir sowieso falsch, aber egal, ja. Ja, ich glaube, wir sind hier falsch und wir sollten einfach den normalen Weg gehen. Was denkt ihr? Ich denke, ihr seid da meiner Meinung. Das heißt, das machen wir jetzt ganz schnell hier vorbei. Den Weg kann ich inzwischen auswendig, weil ich das ja nochmal durchspielen musste, weil ich gedacht habe, man muss beim Dialog ja was anderes sagen. Ja, Pustekuchen. So, Isaac, Tarnkappe. Das geht hier ganz fix. Isaac, Tarnkappe. So, wir warten jetzt, bis der Fuzzi hier vorbei ist. Gehen natürlich nicht in seinen Lichtkegel. So, wir rennen runter. Wir rennen zur Seite. Wir rennen nach hier. Ja, verflucht. Warum gehe ich denn auf Garrett? So, egal. Hier lang. Da lang. Eile ich jetzt erst die Tarnkappe hin. Oh, das war knapp. So, das hätten wir geschafft. Dann nach hier. Ja, hier ist wieder das... hier sind wieder die Frauen, die als Noten arbeiten. Dann sind wir hier. Ja, bla bla. Und dann auch noch gleiche Dialoge. Interessant. Naja, die denken aber auch, dass Hammett nicht weg ist. Also von daher... Ja, wir gehen mal auf Räuber 1, Räuber 2, Räuber 3... Und du auf Räuber 1. Und wir hoffen einfach mal, dass er säuft. Mhm. Gute Idee. Sehr gute Idee. So. Es muss doch langsam mal jetzt klappen. Und? Nein, er ist nicht ersoffen. Schade. Und vor allen Dingen, die haben so eine starke Synergy, dass ich das einfach hoffe, dass die bald weg sind. Beziehungsweise ich mich nicht zu lange mit denen aufhalten muss. Räuber 1, Räuber 2, Räuber 3, Räuber 2. So, der erste ist weg. Ansonsten ist immer noch keiner weg. Ja, nächste Runde muss Mia dann mal heilen. Muss dann mal in Gruppen hier schmeißen. So, einmal Wunschquelle. Gut, der zweite Dieb ist erledigt.
Gut, Garrett hat auch nochmal Schaden gemacht. Jetzt nochmal alle auf den dritten Räuber zusammen. Und, was passiert? Moment, er hat bitte was gelernt? Lichtplasma? Kann ich meinen Status und mir das ansehen? Tatsache. Angriff mit Blitzhagel. Cool. Das ist natürlich gechillt. So, nur für den Fall der Fälle Tarnkappe, weil ich nicht mehr weiß, was genau da vorne war. Ah ja, da vorne war nur der, den wir wieder prügeln mussten. Ist meine Schicht schon vorbei? Moment mal, wer seid ihr? Bla bla, Eindringlinge, bla bla. Ja, ist klar, Kumpel. Geh mal Haya Haya machen. Ne? Verdammt. So, jetzt geht er Haya Haya machen. Und rein zu Donpa. Donpa ist euch für eure Taten sehr dankbar. Danke für eure Hilfe mit Donpa. Da ihr Donpa eine kleine Lektion erteilt habt, möchte ich euch etwas geben. Gebt diesen Leuten ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Verstanden? Und die Frau geht weg. Tief hier drin ist eine interessante Kreatur, gegen die ich vor langer Zeit gekämpft habe. Ich überlasse euch dies. Gebt gut auf euch Acht. Wie jetzt? Wir müssen gegen ein... Ach! Was? Das ist ein Djinn? Ja, okay, ich habe jetzt nicht alle auf der Liste, aber ich nehme ihn gerne mit. Und der Merkurjin Toniko folgt Isaac. Okay, kann ich den auch an mir oder so? Was passiert eigentlich, wenn ich den... Ja, dann verlernt Isaac alles. Blöd. Und alles senkt sich ab, bis auf Glück. Ja, kann ich den Mia geben oder so? Ich denke, dass das Mia mehr bringt, ne? Ja. Oh, dann wird sie ein sogenannter Paragon. Okay. Dann als nächstes nehme ich mal Geistleser. Ja, ich nehme Geistleser, wenn ich eigentlich Enthüllung meine. Sage sogar noch Geistleser. Ich bin doof. Ich bin die Dummheit in Person. Aber gut, wir haben einen Djinn bekommen. Das ist cool. Ich bin mir nicht sicher, ob Donpa nun wirklich geläutert ist. Donpa ist euch für eure Taten sehr, sehr dankbar. Ja, wir sind auch Donpa sehr dankbar für den Djinn. Wir hauen da mal ab. Bye, bye. So muss das. Hey, hey, wer seid ihr? Eigenartig, ich habe die ganze Zeit über Wache gehalten. Wie seid ihr hierher gekommen? Abgesehen davon darf niemand hier passieren. Genau, niemand darf hier rein. Fort mit euch. Wenigstens tritt ihr uns nicht in den Arsch. Ganz ehrlich, ich hätte wirklich noch mit diesem obligatorischen Tritt in den Hintern gerechnet. Ich meine, so diesen obligatorischen Tritt in den Hintern, diesen symbolischen, den gab es sogar schon im Pokémon. Also, den kann man erwarten. Und bevor ihr euch jetzt wundert, hä? Wieso im Pokémon? Gold und Silber. Ich glaube immer noch, dass der Rivale einem in den Arsch tritt. Na gut, ich muss jetzt mal ganz kurz schneiden. Ich werde dann auch ganz kurz, ich weiß, man soll es nicht machen, den Weg cutten. Zur nächsten Sache, die wir dann machen wollen in diesem Part. In diesem Sinne, bis gleich, Leute. So, da bin ich wieder. Rechtzeitig sind wir in Vale angekommen. Ja, kein Scherz, wir müssen ins Heimatdorf. Wir werden hier jetzt im Heimatdorf einiges machen und dann alles vorbereiten, dass wir dann im nächsten Part in eine bestimmte Höhle können. Ich habe eigentlich sogar noch gewusst, dass es diese Höhle gibt. Ich habe aber nicht mehr daran gedacht, dass es diese Höhle gibt. Die hat man in den ersten Parts so ansatzweise gesehen, falls ihr euch erinnert. Naja, aber bevor es soweit ist, gehen wir doch nochmal erstmal die Eltern besuchen, wenn wir doch schon mal in Vale sind. Und dann machen wir den Weg zur Höhle auf und dann
gehen wir, glaube ich, im nächsten Part in die Höhle. Ne? Denke, das sollte reichen. So nebenbei, wenn wir ja schon mal hier sind, können wir auch mal unsere Eltern nerven. Denke, die werden sich freuen zu hören, dass wir noch am Leben sind. So nebenbei, hallo Mama, ich bin am Leben, ne? Ungefähr nach der Art und Weise geht das jetzt. Auch wenn das sehr böse klingt. Oh, guck mal, immer noch Löcher im Dach. Ach, Mensch. Na gut, dadurch wissen wir, das ist unser Haus. Das mit dem kaputten Dach. Oh Gott, sie ist krank. Sie ist krank. Sie liegt im Bett oder schläft sie? Hallo? Ist das der Wirt? Schon Essenszeit? Nein. Nein, wer? Sag mal, dein eigenes Kind steht vor dir. Und du sagst nichts. Isaac. Du bist wieder zu Hause. Hast du deine Mission erfüllt? Nein, ich bin nur auf den Sprung hier. Das hast du doch, oder? Nein, ich bin nur... Ich wollte doch dich nur besuchen, Mama. Ich... Ach, das ist gemein. Hast du dein Versprechen vergessen? Ach, komm. Du hast versprochen, erst zurückzukommen, wenn dein Auftrag erfüllt ist, oder? Ja, aber mein Auftrag hat mich hierher geführt. Und ich dachte mir... Ja, genau, ich habe mich um dich gesorgt. Und deswegen habe ich das Versprechen gebrochen. Nur deswegen? Wer hat dir gesagt, dass ich krank bin? Der Bürgermeister oder... Was, der Wirt? Nein, keiner hat es mir gesagt. Ich habe einfach nur nach dir gucken wollen. Bist du etwa überrascht, mich hier im Bett zu sehen? Du kannst nicht einfach dein Versprechen brechen, nur weil du dich um mich Sorgen machst. Nur weil du dir um mich Sorgen machst. Dich? Fragezeichen. Ich hab mich nur erkältet, das ist alles. Aber es geht mir besser. Sieh doch. Ich kann aufstehen. Guck. Mir tanzt sogar umher. Siehst du, es geht mir gut. Mach dir wegen mir keine Sorgen. Geh nur, gib dein Bestes, deinen Auftrag auszuführen, okay? Keine Sorge. Ich schaff's schon. Ja, Westlob wird selig, Mama. Mal sehen, was du denkst. Ganz ehrlich, das interessiert mich jetzt, was du denkst. Tut mir leid, dass ich so barsch bin. Ich bin froh, dich zu sehen. Ich werde warten, bis du für immer nach Hause kommst. Ich sag's doch. Sie ist eure Mutter. Sie ist... Ach so. Ja. Das ist doch wohl nicht wahr. Wartet, Leute. Ich schneide kurz. Der kriegt jetzt was zu hören. Wie oft muss man ihm eigentlich sagen, dass einem die dummen Karnevalswitze nicht interessieren, dass man in Ruhe aufnehmen möchte, beziehungsweise irgendwas für die Schule machen möchte oder sonst was? Nein, Astrid wird trotzdem gestört. Bla, bla, bla. Jedenfalls, Isaacs Mutter ist fröhlich. Und jetzt habe ich auch noch Aufgeks gehabt. Oh Mann. Papa ruiniert den Part. So. Hey, wie ist es dir gegangen? Oh, Garrett und Isaac. Hallo, hallo. Was geschehen? Schon wieder zurück? Schon wieder? Was soll denn das für eine Begrüßung sein? Aber ich habe gehört, dass du vielleicht nie wiederkommst. Und es scheint, als wärst du nicht wie immer hier. So, als ob du nur zu Besuch wärst. Wirklich? Macht es diesen Eindruck? Ja, du und deine Freunde, ihr macht den Eindruck, als wolltet ihr gleich wieder aufbrechen. Ja, stimmt, zur Höhle von Vale, aber sonst nicht weiter. Du bist klüger, als du aussiehst. Du kommst nicht nach mir. Ich bin nicht dein Bruder. Ich muss in Form kommen. So lange bist du weg, oder? Ansonsten... Solange du hier bist, geht es der Familie gut. Habe ich recht, oder was? Ja. Pass gut auf unsere Familie auf, solange ich weg bin. Alles klar? Ich wollte gerade aus Versehen Beat sagen. Bitte, liebevolle Bruder, ne? Garrett, der liebevolle Bruder. Die sind sich ähnlich. Ich wusste, als ich die Synchronstimme ausgewählt habe, dass ich den richtigen Charakter genommen habe.
Weil ich spreche ja Garrett, wie ich Beat damals in Tui gesprochen habe. Und, also ich versuche es zumindest, aber ich rutsche meine Synchronstimme ab. Derp. Was immer du tust, du musst die Familie beschützen, während ich weg bin. Alles klar? Ich zähle auf dich. Mach es dir nicht zu schwer, okay? Nö. Mal sehen, was denkst du denn? Dann will ich auch mal... Ich will das jetzt wissen. Gerade bei der Familie will ich das wissen. Tch, wenn ich ein bisschen älter wäre, könnte ich auch gehen. Das ist nicht fair. Das ist wirklich nicht. Na gut, gehen wir mal den Rest nerven. Wieso ist alles so still? Alles ist ganz ruhig. Hey! Was? Sollten wir nicht nach Garrett suchen? Warum? Isaac weiß doch nichts von Dora, oder? Man sollte es ihm sagen. Du vermisst Garrett, nicht wahr? Du suchst nach einer Ausrede, um nach ihm zu suchen. Was? Nein, ich... Nein. Großmutter, was ist los? Hast du dich verschluckt? Es ist Garrett. Auch sie muss Garrett vermissen. Nee, Garrett steht in der Tür. Nein, es ist wirklich Garrett. Sieh doch, ich habe keine Hallos. Oh, Garrett ist zu Hause. Die Familie geht gleich richtig ab. Da ist der Opa. Was, Garrett? Ja, der Dorfvorsteher. Wo? Oh, Garrett. Opa, bin auch zu Hause. Ja, hast du deine Mission für den alten Waisen erfüllt? Nein, wir sind nur gerade zu Besuch. Noch nicht? Nun, zumindest bin ich froh, dass du zu Hause bist, auch wenn es nur für eine kurze Zeit ist. Du wirst sehr bald wieder gehen, nicht wahr? Jupp. Ich bin glücklich zu sehen, dass es dir gut geht. Das ist richtig. Lasst mich euch meine neuen Freunde vorstellen. Oh, wieder falsche Synchronstimme. Ich bin Ivan. Er ist sehr erfreut, sie kennenzulernen. Ich bin Mia aus Emil. Schön, sie zu sehen. Und, wundern Sie sich nicht über das Mädchen, das die ganze Zeit gegen ihr Gamepad-Kabel kommt. Sie ist einfach zu blöd. Freut mich. Passt ein bisschen auf den kleinen Garrett auf. Klein. Nun, genug geplaudert. Ruht euch aus, genießt euren Aufenthalt, wenn ihr schon mal eure Eltern besucht. Aber gerne doch. Wenigstens eine Familie, die einen freundlich begrüßt. Seine neuen Freunde sind alle so höflich. Ich bin sehr froh darüber. Ja, die könnten Garrett mal ein paar Manieren beibringen. Derp. Keine Angst, Garrett, wir haben dich trotzdem lieb. Bisschen. Es muss schön sein, so jung zu sein und mit hübschen Mädchen umherzuflanieren. Der Opa ist gut. Der Opa ist wirklich gut. Für diejenigen, die nicht wissen, was flanieren bedeutet, das bedeutet durch die Gegend strolchen. Also in Klartext, ach, ich beleide ihn, er geht mit den ganzen Weibern aus. Ich krieg mich nicht mehr. Ah, das hat mir gerade den Tag gerettet. Mein Tag war scheiße. Das hat mich wirklich gefreut. Garrett scheint während der gefahrenvollen Reise viel erwachsener geworden. Ja, vielleicht. Man weiß ja nie. Es war nicht klug, über Dora zu sprechen, ohne sicherzugehen, dass Isaac nicht in der Nähe ist. Ich wünschte, wir könnten ihm die Wahrheit sagen. Ach komm, John, Dora geht's gut. Halbwegs. Halbwegs. Buh. Ah! Es ist eine Weile her. Du bist zurück? Warst du schon zu Hause, um Vater zu besuchen? Ja, natürlich.
Wirklich? Er war sicher glücklich, dich zu sehen. Er hat sich solche Sorgen um dich gemacht. So wie auch ich. Schwester. Versteh mich nicht falsch. Ich war ja nur in Sorge, weil du ja nicht der Hellste bist. Ja, ja, schon gut. Danke, Schwester. Nun denn, bleibst du jetzt für immer zu Hause, oder? Noch nicht. Du wirst wieder gehen? Mach's dir nicht so schwer. Mal sehen, was du nochmal denkst. Und denjenigen, der mich gerade über Skype angerufen hat, dem werde ich den Kopf rasieren. Nein, Spaß. Ich werde ihm ganz höflich sagen, Alter, ich habe dir schon 100.000 Mal gesagt, dass du mich vorher anschreiben sollst. Erstens. Zweitens, ich nehme auf. Genau das werde ich ihm gleich an den Kopf knallen. Aber sehr freundlich. Ihr arbeitet so hart, aber ich mache mir Sorgen. Werdet ihr es wohl schaffen? Ja, natürlich schaffen wir das. Hallo? Hey, wir sind die Helden. Wir sind diejenigen, die alle retten werden. Na gut, wir machen jetzt noch den Weg zur Höhle von Vale auf. Dazu müssen wir zu Cradens Haus hier hinter. Wir haben das hier, glaube ich, schon mal in den ersten Parts gesehen. Wir haben hier nämlich diesen Felsen und wir können ja Telekinese. Und dann machen wir Telekinese, heben das Steinchen hoch und dann... Flux! Wuschen wir hier durch. Dann sind wir hier hinten. Hier sind einige Kisten, einige Baumstämme und eine Höhle. Und das hier ist die Höhle von Vale. Und ich würde sagen, dieser Part ist schon lang genug. Und deswegen werde ich den jetzt hier schneiden, beenden. Und dann im nächsten Part werden wir uns diese Höhle vornehmen. Und dann nach dem weiteren Djinn suchen. Und noch einiges anderes machen. Von daher, bis dann Leute. Bye bye.